So Leute, da sind wir wieder bei Super Mario 3D World. Ja, im letzten Part haben wir hier in Welt 6 schon mal ein bisschen weitergemacht. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn alles gemacht? Das Haus der 1000 Touchscreen-Türen, ja. Dann hier Sturm auf die Kugel-Willi-Festung, das, was ich auch auf der Gamescom angezockt habe. Und Winterstürme. Und ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt in die Schicht der Fuzzi-Fabrik. Schicht in der Fuzzi-Fabrik. Ja, okay, also werden Fuzzis da hergestellt, oder wie? Wir werden das ja gleich sehen. Oh nein. Ich sehe es schon. Super geil. Ich könnte kotzen. Das ist ein Scrolling. Scrolling-Level liebe ich ja. Wow. Oh, die Fuzzis sind ein bisschen aggressiv. Habe ich das Gefühl. Was ist hier? Außer ganz viele Münzen gar nichts. Okay, ich sehe die Fuzzis kommen. Hallo, gehst du da hoch? Wenn es geht, nicht treffen lassen. Stirb. Uhahaha. So, springen, da ist der Stempel. Wir kommen nicht zurück. Wie soll man da hochkommen? Ach, die töten so... Geil. Good to know. Okay, Fuzzis töten und so fort. Sowas liebe ich ja. Gut, zumindest wissen wir schon mal, wo der Stempel ist. Das kotzt mich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen an. Weil Fuzzis, das sind so Viecher, die, nee. Muss nicht unbedingt sein. Die, auf die kann ich gerne verzichten. Stirb. Ha. So, Stempel geholt. Und hoch geht's. Schön, dass ich auch so viel sehe, aber was soll's. Gut. Ey. Kipp mal hier nicht weg. Können wir durch die Wolken per Stampfattacke? Ja, wunderbar. Ganz schnell, bitte. Hallo. Hier hoch. Okay. Nein. Ich zerquetschen. Achso, du zerquetschst uns nicht. Gut. Stern. Meins. Okay, wunderbar. Hier hoch, nach da geht's weiter, okay. Kaputt, kaputt. Hier könnte überall was sein, das ist ja das Fiese dabei, ne? Wow, also das war jetzt eng. Knapp. Okay, da ist nix. Alter, leck mich am Arsch. Ja, so, wie gesagt, solche Level liebe ich ja. Gib her, dankeschön und Schüssikowski, ich bin noch einmal weg. So, sind wir eine Etage höher. Wuppatatata. Gehst du weg. Ganz böses Viechchen. Hier ist nix. Okay, gut zu wissen. Nicht sterben lassen. Schnell hier hoch. Da ist der Stern. Ja komm, mach auf. Es wird ein bisschen eng. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Geht alles noch. Wow, jetzt bin ich da fast reingefallen und hätte mich zerquetscht lassen. Okay, wir haben alle drei Sterne, wir haben den Stempel, wir haben das Level fast geschafft. Das war also die Fuzzi-Fabrik. Okay, die haben, glaube ich, ein bisschen Überproduktion. Was soll's? Passiert. Hallo? Ich wollte gerade sagen, also, so schwer ist Mario jetzt. Nee. Nee. Nee, nee. Also, das mache ich nochmal. Das war ja peinlich. Und guck mal, die Plattform schwebt nicht einfach mitten in der Luft. Nein, sie ist an so einem Block befestigt. Okay. Sauber. Das Level zu 100% gemeistert. Ich bin definitiv zufrieden. Was war denn das für ein Satz? Definitiv. Ja, das ist ein neues Wort. Das sagt man heutzutage so. Glaubt mir. Ah, ein Fuzzi als Stempel. Okay, alles gut. So, was gibt uns das? Was gibt uns einen Weg frei? Muss ja. Und eine Röhre. Aber die Frage ist, wohin? Etwa zum vierten Versteck der Hammerbrüder? Was ist hier eigentlich an der Wolke? Die ist einfach nur da. Okay, dann gucken wir mal kurz in der Röhre. Oh. So ein super, du kriegst unendlich viele Sterne. Haus. Ich habe den Namen gar nicht gelesen. Ballabend im Rätselhaus. Rätselhaus, nicht Rätselhaus. Okay, versuchen wir es mal. Wunderbar. Oh, ich bin der Fee gar nicht auf den Kopf gesprungen. Jetzt verstehe ich auch Ball. Und nicht Ball zum Tanzen, sondern Ball. Weil hier gibt's Bälle. Okay, wow, fast in den Abgrund gesprungen. Das war schon fieser. Da muss ich jetzt überlegen. Ja, wunderbar. Okay, dann gib mir den Stern, alles schön. Und nächstes Rätsel ist... Oha. Okay. Das wird arg
eng. Das wird nix! Scheiße. Oh, wie schade. Immerhin kannst du die Sterne behalten, die du eingesammelt hast. Versuche die übrigen Sterne zu ergattern. Ja, mache ich auch. Okay, den haben wir schon. Gut, also das war eben gerade fies mit dem... mit dem Dings da. So. Wunderbar, den haben wir auch. Alter. So. Dankeschön. Und der hier, der ist jetzt fies. Gut. Einfach so viele wie möglich hinwerfen, denke ich mal. Das ist das Schlauste. Ja. Oh nein! Das gibt's doch nicht. So schwer kann das doch nicht sein. Ich mach's nochmal. Ah. So, der ist ja einfach. Einfach nach gerade und dann... So. Wunderbar. Umgeklappt, haha. So, der hier auch. Der ist ja noch easy. Aber der nächste, der ist echt fies. Finde ich. Ey. Das war zu weit geschmissen, das kann ich jetzt schon sagen. Scheiße! Aber ich bin nicht gestorben. Okay, wir wissen schon mal, wie wir das machen. Mit dem Tanuki können wir ja fliegen, was praktisch ist. Bitte drück den Stern, danke. Das war jetzt gerade peinlich, weil ich nicht den Rennknopf gedrückt hatte. Boah, fast wieder in Abgrund gesprungen. Oh. Na gut, wir schaffen das irgendwie. So, danke. So, jetzt aber. Das wird ja kein Ding. Ach, ja. Wenn ich so mache, wird es natürlich ein Ding. Och komm, das ist doch nicht wahr jetzt. Oh, der wäre perfekt gekommen. Alter, leck mich mal. Okay, das wird schwerer, als ich dachte. Wir sitzen schon 6 Minuten jetzt daran, oder was? Ach nee, wir haben ja schon die Fabrik der Fuzzis gemacht. Stimmt, ich hatte schon Panik, dass wir jetzt schon so extrem lange hier dran sitzen, aber ha, ist ja nicht so. So, der Stern ist auch unser. Ist alles ein bisschen kompliziert gerade, muss ich zugeben. Aber ich bin einfach zu doof, es zu checken, wie es funktioniert. Das kann natürlich auch sein. So. Ja, so kann man es auch machen. Ach, ich werf doch immer wieder in die falsche Richtung. Ach, da kommen Bälle rund. Ja, okay, dann... Nein, ich nehme garantiert nicht den goldenen Tanuki. Ich bin nicht gestorben, ich habe es einfach nur nicht richtig geschafft, ja? Das ist ein kleiner Unterschied. Wenn ich sterben würde, sähe das anders aus. Das war super schlau. So, wäre ich jetzt nochmal gesprungen, wäre der Stern weg gewesen. So, next. Oh, Mann, und... Danke. Na, ein bisschen. Okay, jetzt weiß ich, wie ich es mache. So. Seht ihr? So easy. Ja, ich bin zu doof, es zu raffen. Ugh. So, das nächste wird wahrscheinlich wieder richtig böse. Okay, ich verstehe. 1, 2. Aua. 3. Nein! Ihr seid Arschloch, ich hasse euch. Stirb. Ich werf dich mit dem Ball ab, ich mein's ernst. Selber schuld. Mohaha! Okay, den 5. Stern will ich jetzt aber auch. Ey. Okay, so, meins. Okay, ich weiß, es kotzt euch an, weil wir das jetzt schon zum... keine Ahnung, wie vielten Mal sehen. So. Ich hole mir jetzt alle Sterne, leckt mich am Arsch. So. Perfekt. So. Jetzt nur noch den hier. So, bam, bam. Aua! Bam. Okay. So, jetzt den letzten. Der eigentlich mit am einfachsten sein müsste. So. 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 Alle drei. Na wunderbar. Seht ihr. Perfekt. Habt ihr das gesehen? Tja. Unglaublich. Aber wahr. Na gut, die paar Male, die wir da verkackt haben vorher, das lassen wir mal aus der Wertung. Ne? Das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. So. Wunderbar. Alles gespeichert. Wir können zu Bowsers Festung. Die schaffen wir in diesem Part noch. Bin ich ja mal gespannt, wie Welt 7 aussehen wird. Ich denke mal ja, dass es eine Welt 7 geben wird. So, ich habe den Namen schon wieder nicht gelesen, weil ich es kann. Bowsers Bob und Brigade. Ah. Okay. Ah, schon wieder so ein Zug. Nee, das sind keine Züge, das sind Panzer. Mit Scheinwerfern. Einfach, weil sie es können.
Okay, hier kann man runterfallen. Vorsicht. Obacht. Soll ich die mal ärgern? Nee. Ich finde das cool, weil die geben so einen Marsch an. Bäh. Voll ins Gesicht. Hättet das gesehen? So, hier gibt's Tanuki. Aha. Oh oh. Hätte ich wahrscheinlich für da hinten gebraucht, nicht wahr? Ach, da kommt Bob ums E raus. Na dann. Gib mal her. So. Oh, zu weit. Nee, passt. Aha. Hier oben hätte ich ihn gebraucht. Ah. Ich sehe nicht, wo ich bin. Oh, ja, sehe ich auch so. Das war ja mal voll dämlich. Oh. Danke für das Tanuki und geht sterben. Oh, haben sie Angst. Ja, das Blöde ist, dass sie sich reorganisieren und dann geht's ab. Dann geht hier der Punk ab. So, den Tanuki-Mario nehme ich mir noch mit. Die Bombe weiß ich jetzt Bescheid. Aber hier rüber. So. Und hier oben sind auch noch welche. Das bombe ich jetzt weg. Hat's gereicht? Sieht so aus. Jetzt haben wir hier eine Brücke aus Blöcken. Zum Hammerbruder. Der uns natürlich voll krass mit einem Hammer abwerfen muss. So ein Arsch. Hier ist ein Stern. Happen. Ich hab's gehört. So, eine Bombe? Bäh. Okay. Ach, man hätte so an den Stern rangekommen. Gekonnt. Okay. It's all good. So, mach mal. Aua. Arschloch. Wichser. Hurensohn. So, erstmal jetzt schnell. Das ist doch nicht wahr. Also, du stirbst. So. Gut, jetzt haben wir hier wieder einen Bob Omb. Wofür? Für da drüben wahrscheinlich. Bam. Okay, wenn die weggehen. Wow. Wo kam das denn jetzt her? Ich glaube, wir hätten den linken Weg gehen sollen. Hallo? Och, nö. Nö, ich bin da voll in den Abgrund. Oh, das ist... Aber man kann natürlich auch die Kameraperspektive nicht ändern. Das ist ja die Kacke. Man muss so laufen. Toll, und wir haben keinen Tanuki. No Tanuki for Mario. Wie fies. So, du Matsch gemacht. So, jetzt hier kriegen wir einen Tanuki. Wunderbar. Wo der erste Stern ist, wissen wir ja. Mehr oder weniger. Oh. Das war jetzt arg eng mit der Bombe. So. Und zwar klauen wir uns einfach die Sachen hier. Und da machen wir alles zu Brei. Und dann kommt hier was raus. Okay. So, dann rennen wir hier rüber. Hier ist der Hammerbruder. Vorsicht. Oh nein. So, stirb. Und hier ist neuer Ton. Bombe. Okay. Zumindest kommen wir schon mal an den Stern. Wunderbar. Ist hier noch was? Oh, ganz viele Bomben. Ganz viele Bomben. Au, was zum... Arschloch. Das tat richtig weh. So, schnell, bevor der uns abballert. What? Ein bisschen riskant mit den roten Münzen, gebe ich zu, aber was soll's. So, stirb. So, und hier? Kein Tanuki, okay. No Tanuki for Mario. Na? Kommt er noch? Eigentlich wollte ich den Bob-Omb mitnehmen, damit ich hier hin... das kaputt machen kann, aber okay, es geht scheinbar nicht. Was machst du? Ah, eine Brücke nach da, wunderbar. Brauche ich nicht, aber lass mal. Okay, ich denke mal, den zweiten Stern haben wir jetzt eiskalt verpasst. Ich war jetzt verwirrt. Hammerbrüder und Bob-Oms. Das ist immer eine böse Mischung. Ganz böse Mischung. So, mach kaputt. Yay. Da kommt ein Feuerbruder raus. Ach, nee. Der Stern da sieht relativ kompliziert aus. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. So richtig schlecht. Die meisten haben sich vor Schreck erstmal selber in den Tod geschossen. Tot gesprungen. Auch nicht schlecht. Ey, diese Feuerbrüder kotzen mich an. So, sterbt. So, hier rüber. Was haben die jetzt? Voll Panik, mehr nicht. Bam. Okay. So, Bob-Omb einmal bitte. Dach. Nach da oben. Haben wir sogar alles kaputt gekriegt und können hier einfach rüber. Uah. Fast von dem Hammer getroffen worden, aber das wäre nicht so lustig gewesen. Okay.
So, bums, der erste Stern ist so gut wie unser und ich will die wegbomben. Bam, alle weg. Alle. Wirklich alle. So, schnell, bevor der Hammerbruder wieder am Faxen macht. Bam. So, Item bräuchte ich auch, das wäre ganz nett. So. Wunderbar hier. Au, das hat gefetzt. Okay, so, jetzt aber. Jetzt will ich nämlich wissen, was da drüben ist. Der zweite Stern. Haha. Ja, einfach nur, weil ich es kann. So, Tanuki. Und hier rüber. Lalalala. Okay. So, jetzt wissen wir Bescheid. Tanuki Mario ist dabei. Wir wissen... Ja, und ich springe natürlich erstmal eiskalt hier gegen. Es war... Es musste so sein. Es musste schließlich so kommen. Alles andere wäre ja zu einfach. So, kommt dann Bob und bitte nochmal. Alter! Mitten in der Luft mich anzugreifen, das ist fies. So, okay. Schaffen wir es vielleicht doch irgendwie? Ja, okay, mit einer Stampfattacke. So, haben wir zumindest den Stern. Das ist schon mal was. Nicht gegen die Stacheln springen. So, sonst... Wir hätten eine Bombe hierfür gebraucht. Kann ich noch zurück? Nein, kann ich natürlich nicht. Okay. So, wen kriegen wir diesmal? Bum bum. Nur bum bum? Ich sollte nicht nur sagen, weil ansonsten könnte es gleich böse für uns enden. Macht er sich eigentlich wieder unsichtbar? Ja, ne? Gehe ich mal von aus. Wow! Ja. Er hat sich dupliziert. Ja, danke. Okay. Das ist schon etwas komplizierter, gebe ich zu. Wir sollten uns auch kein einziges Mal treffen lassen, wenn es geht, weil wir sonst tot sind und das ganze Level nochmal neu machen dürfen. Ugh, geht weg von mir. So, alle weg. Da guckst du, wa? Da guckst du. Aber jetzt erinnere ich mich gerade an Super Mario 3D Land für den 3DS. Da war es dann nämlich so, da musste man danach auch noch gegen Dings antreten. Okay, muss man nicht. Bombette oder wie die heißt. Keine Ahnung. Weibliche Bum Bum. Aber scheinbar hier nicht. Okay. Haben sie festgestellt, dass das ein bisschen fies war. Man konnte ja sogar gleichzeitig gegen ihr antreten, glaube ich, ne? Ha, das war fies. So, also goldene Fahne will ich zumindest. Yay. Haben wir sogar gekriegt. Und Musik. Bam. Yay. Das Klackern, das war mein Pro-Controller. Yay. Okay. Haben wir das schon mal geschafft. Uns fehlt zwar nur der Stempel, aber was soll's. Zumindest haben wir alle grünen Sterne. Und die Fee befreit. Hauptsache. Gut, sonst noch irgendwas? Jetzt bin ich mal gespannt. Wie sieht die letzte Welt aus? Es geht noch höher. Speichervorgang? Bitch. Gut, gucken wir einfach mal, was in der nächsten Welt so auf uns wartet. Und dann melde ich den Part. Oh, das geht aber weit hoch. Oh, wieder die coole Musik. Ich mag die Musik irgendwie. Es hat irgendwie Style. Plopp, Korken. Boss Blubarios großer Auftritt. Oha. Gut, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Ha. Ich weiß, ich bin fies. Aber wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar. Das würde mich freuen. Und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer RenchyLP. Bye.